Das ist Bob. Bob hat im Internet ein Bild gefunden und ist dabei auf diese Zeichen gestoßen. Nun fragt er sich, was diese Symbole bedeuten. Die Symbole gehören zu der Non-Profit-Organisation Creative Commons. Sie stellt 6 Lizenzverträge zur Verfügung. Durch sie kann Bob sehen, was die Urheber erlauben. Genau das wird durch diese Zeichen dargestellt. Hier hat Bob keine Einschränkungen. Bei diesem Symbol muss Bob den Urheber nennen. Für die Weiterverbreitung muss Bob die gleichen Lizenzen angeben. Bob darf den Inhalt nicht verändern. Hier darf der Inhalt nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Bei diesem Vertrag zum Beispiel muss Bob den Namen nennen, darf es nicht verändern oder für Werbezwecke nutzen. Nun ist Bob mediengebildet und kann sein Bild benutzen.